Wenn Sie in ausgesprochen klassischer Weise mit Bootstrap arbeiten wollen, haben Sie es wahrscheinlich mit diesen drei Ordnern zu tun. Das ist einerseits der CSS-Ordner, wo all diese Bootstrap-eigenen CSS-Dateien entweder minimiert oder auch nicht minimiert hinterlegt sind. Den Fonts-Ordner, in dem die Glyphicons drin liegen, und mit den JavaScript-Dateien, beziehungsweise mit der JavaScript-Datei einmal nicht komprimiert und einmal komprimiert. Mit diesen drei Ordnern und nachher noch vielleicht einen Bilderordner und den HTML-Dateien kann man sehr schnell Webseiten bauen, die auch eben responsive sind, ist aber nur quasi die halbe Miete. Denn es gibt Bootstrap nicht nur in dieser schön fertig kompilierten Form, sondern Sie können sich Bootstrap auch noch nicht kompiliert herunterladen und dann haben Sie es einerseits mit dieser Menge an Dateien zu tun, wobei die meisten davon hauptsächlich für die Entwickler notwendig sind, aber Sie können dann mit Präprozessoren arbeiten. Das heißt, in diesem Falle mit einem Präprozessor namens LESS und da sind die Dateien dann aufbereitet für den Umgang mit LESS und können später erst kompiliert werden. LESS ist nämlich als Präprozessor dafür zuständig, den Umfang von CSS zu erweitern. Und LESS ist der Präprozessor, mit dem Bootstrap ureigens arbeitet. Es gibt zwei Möglichkeiten, dann mit den LESS-Dateien zu verfahren. Entweder man legt die Arbeit bei den Klienten ab, das heißt clientseitig wird statt CSS direkt die LESS-Datei ausgegeben, noch erweitert durch diese LESS.js-Datei und die Browser des Klienten müssen dann mit diesen LESS-Dateien umgehen können, was allerdings nur die neuesten können. Oder es gibt auch einen zweiten Präprozessor namens SAS und es gibt Bootstrap auch vorkompiliert bzw. noch nicht kompiliert für SAS. Da ist dann die interne Struktur nochmal ein Stück anders. Und dann liegen die für uns spannenden Dateien alle in den Assets. SAS ist ebenfalls ein Präprozessor, allerdings etwas älter schon als LESS und mit etwas mehr Renommee, wenn ich das so sagen darf. SAS wird vor allem auch im Linux-Bereich sehr häufig verwendet und falls Sie sowieso schon mit SAS arbeiten, liegt es natürlich nur nahe, dass Sie sich diese an SAS angepasste Version nehmen und holen werden. Egal mit welchen von beiden Sie dann arbeiten, der Vorteil von diesen Präprozessoren besteht eben darin, dass Sie die Möglichkeiten von CSS erweitern. Einerseits, indem Sie Funktionen setzen können, indem Sie Variablen einsetzen können, indem Sie fertige Versatzstücke nehmen können und wieder als Klassen einsetzen. Und am Ende haben Sie es dann mit einer Seite zu tun, die eben den Ansprüchen genügt, die heute an eine Webseite gestellt werden, die auf mehreren Ausgabegeräten gut aussehen muss. Das heißt, Sie bekommen eine responsiv arbeitende Webseite, die eben auf die unterschiedlichen Displaygrößen gut reagieren kann.